Ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Prey, dem neuen Prey von 2017. Und ja, beim letzten Mal haben wir versucht, sozusagen mit unserem früheren Ich Kontakt aufzunehmen. Habe ich das schon gelesen? Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms. In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaße an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Okay, aber irgendwas ist ja dann trotzdem schiefgegangen, weil es gab doch dann eine Evakuierung und so. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir damit später auch noch was machen können, vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie oft wir hier zurückkommen. Halt auch möglichst wenig übersehen. So, jetzt gab's hier... Nee, Tresor. Ich habe das nochmal... Ich habe mir dann einen Screenshot gemacht. Da war ja ein Code und da hieß es auch Tresor. Und war das irgendwie... 5150 oder so. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß ja auch nicht, in welchem Raum die das aufgenommen hat. Da stand eine Tafel hier. Sie saß hier auf einem Stuhl und da war aber noch ein Stuhl. Na gut. Aber dann gehen wir jetzt erstmal. Ja, darüber. Alex hat die Looking Glass Server deaktiviert, bevor ich mein Video zu Ende sehen konnte. January glaubt, dass Dr. Lorenzo Calvino, der diese Technologie erfunden hat, weiß, wie die Videodatei wiederhergestellt werden kann. Seine Werkstatt ist im Maschinenlabor. Okay, jetzt... Ich komme hier... Ach, Stationskarte. Ah, okay. Da, Maschinenlabor. Okay, jetzt verstehe ich das langsam. Hier bin ich und hier ist mein Objective. Das ist Ebene 3. Das ist auf der gleichen Ebene. Also einfach hier rüber spazieren. Aber vielleicht treffen wir ja noch Gegner. Nehme ich mal mit die Banane. Jason Chung. Und der war sehr loyal irgendwie. Aber hier auch wieder. Der Kalender wurde nicht aktualisiert. Am 23. Februar muss hier irgendwas Krasses passiert sein. Was war das denn für ein Geräusch? Alter, die Sounds. Paris. Paris. Hader University. Molecular Science. Was war das eigentlich? In der Neuromod-Abteilung, okay. Aber Bellamy. Bellamy ist wohl schon gestorben. Ja, vielleicht auch nicht. Ach, da, guck mal. So, ich spare mir mal meine Gesundheit und meine Munition. Auch die Umgebung immer gut einsetzen. Da. Teleconferencing Center. Komme ich jetzt hier rein? Kampfgrundlagen. Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle alternative Wege, um an harten Gegnern vorbeizuschleichen. Oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wie der Glukanone außer Gefecht setzt. Okay, ja, das ist mir eigentlich schon klar, aber da drin wird es jetzt wahrscheinlich entriegeln. Okay, ich hab ich dafür wirklich
Status. Nee, Daten. Zugangsdaten. Da, tatsächlich, Telefonkonferenz. Okay, dann war die da halt irgendwo im Büro gelegen, die Schlüsselkarte. Okay, ciao. Ich lasse das Ding auch mal da, weil wenn wieder ein großer kommt, dann geht mir das sofort kaputt. Jetzt noch einer da? Waren da nicht drei? Okay, das ist unsere erste richtige Schusswaffe. Telefonkonferenzzentrale. Sieht auch wieder schick aus. Guten Morgen, Talos. Denken Sie daran, Das war sich keine während Waffe. Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Da ist die Dr. Waffe. DeVries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Warum kann ich denn Leichen eigentlich tragen? Das ist ja voll ulkig. Warum kann ich Leichen tragen? So, was? Schallgedämpfte Pistolen, Munitionsfabrikatorplan. Oh. Da kann ich mir Muni machen. Cool. So. Boah, aber die halten echt nicht viel aus. Naja, wahrscheinlich auch auf leicht. Weil ich auf leicht spiele. Sonst würde das nicht so einfach gehen. Ja, das ist schon der Easy Mode. ich wollte gleich mal hier hin. Und da, das ist neu. Und was fehlt mir dafür? Was fehlt mir denn? Das sagt er jetzt nicht. Ach so, drei davon. Und was ist das? Mineralisches Material. Und da habe ich zu wenig. Okay, ich muss wirklich Sachen sammeln, um mir hier dann Muni machen zu können. Ich muss sammeln, was das Zeug hält. Ich wollte aber noch was gucken. Jetzt zum Beispiel hier eine Banane habe, dann könnte ich die essen. Ich könnte sie aber auch verwerten. Okay. Und das da könnte ich auch verwerten. Exotisches Material für den Fabrikator. Okay. Klug. Und das könnte ich auch wieder verwerten. Also ich kann alles in alles umwandeln irgendwie. Interessant. Ach, ich habe hier noch eine Neuromod. Oh, wusste ich gar nicht. Zwei Neuromods. Aber ich heb mir die mal auf. Wenn ich noch mehr brauche. Jui. Schallgedämpfte Pistole. Okay, das ist nicht schlecht. Dann macht die nicht so viel Krach. Dann macht die nicht so viel Krach. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier drauf. Die hier. Und jetzt gucken wir uns hier erstmal in aller Ruhe um. Okay, hier ist wieder dieses Bild. Das ist schon irgendwie. Sie haben sich echt viel Mühe gegeben, was das Design angeht. Auch von hier, von so einer Bücherwand. Und hier kann man nach außen schauen. Hardware Labs. Was denn hier irgendwie Dokumente? Hier so ein Oldschool-Telefon. Aber ich mag diese Mischung irgendwie. Diesem alten Design und dann Science Fiction. So, das dann nehmen wir mit. Alles wieder. Komme ich wirklich darüber dahin? Boah, ganz schön viel
Zigarren haben die hier geraucht. Die haben sich schon gut gehen lassen. Und dann hier sowas hier. Sieht auch krass aus. Bisschen hier die Kunst würdigen, denn das hat schon irgendwie eine Rolle gespielt. Also, die wollten hier krasse Wissenschaft machen, aber sie wollten auch irgendwie das Ganze ästhetisch gestalten. Soll ja nicht zu kurz kommen. Allein dieser Heizungskörper hier ist schon irgendwie ein bisschen exzentrisch. Ich schleiche mal. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ach, komme ich jetzt da? Nee, ich bin zu hoch, oder? Obwohl, vielleicht komme ich jetzt da drüben hin, wo ich nicht hinkam. Also bei dem Testlabor von wo morgen getestet wurde. Aber gut, wir gehen erstmal zur Werkstatt. Alter. Da ist aber richtig die Post abgegangen. Könnte ich mich hier auch in den Tod stürzen? Hier nochmal ein schöner Blick auf die Milchstraße. Das ist schon geil. Das ist die dunkle Seite des Mondes. Ja, wir drehen uns immer, also wir sind im Orbit um Mond und sind da einigermaßen zügig immer unterwegs. Na gut. Ist hier noch was? Bananenschale, okay. Da ist aber nix. Da haben die nur ein bisschen Kaffee getrunken. Ist das ein Bolzen für meine... Ja, das ist Flexiform. Das ist für meine Waffe. Cool. Na, vielleicht würde ich die auch irgendwo noch finden, die Waffe. Hier sind Ersatzteile. Ist auch nicht schlecht. Ja gut, in der Werkstatt finden wir jetzt Ersatzteile. Wer hätte es gedacht? Goliath 5. Fehlfunktion. Das Ding ist kaputt. Okay, aber kann ich das irgendwie da reparieren? Ersatzteile. Aber bräuchte ich dafür nicht einen Skill? Anscheinend nicht, ne. Okay. Könnte ich gleich was reintun? Was ist das? Ja, das kann man auch reintun. Dass mein Inventar wieder ein bisschen leerer wird. Hier haben sie, okay. Hier haben sie dann so Baupläne angefertigt. Aber was ist denn hier passiert, ey? So, das ist kein Problem, das kaputt zu machen. Aber was erwartet mich jetzt da drinnen? Ah, okay, jetzt gehe ich wirklich in diesen Bereich. Alles klar. Und das sind dann sozusagen Levels. Aber ich kann dann immer noch mal wieder zurückgehen. Ja, Looking Glass Terminals. Aber ist schon sehr aufwendig. Man könnte ja auch einfach ein Video drehen. Okay, hier ist es jetzt ein bisschen enger und hier sieht es mehr nach Raumstationen aus. Und in dem Teil ist doch, da war doch die Explosion. In diesem Teil. Schleichangriffe, drücke C zum Schleichen, wenn du die direkte Konfrontation vermeiden willst. Also von neue Instruktionen gefunden.
Korrumpiert. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Gott, ey, die Stimmung ist abartig. Aber geil. Abartig. Aber geil, weil ich absolut nicht weiß, was mich hier erwarten wird. Ja, hier rumpelt's dauernd, ja, ja. Alter, da fliegt eine Leiche. Ui, ciao. Wer auch immer du warst. Du wirst jetzt da ewig im Weltraum umhertreiben. Ich könnte mich mal heilen. Bin ich mal voll geheilt. So. Reparieren, rekalibrieren, recyceln. Die drei R's von Rhabarber. Was? Die drei R's von Rhabarber? Hat er gerade Rhabarber gesagt? Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Kann ich mit dem was machen? Na okay, da brauche ich ein höheres Hack-Dingens. Aber die tun mir ja nichts. Okay, das hatten wir schon. Ach nee, das ist zweiter Teil. Johnsons Amtszeit endete, was den Weg für Präsident Reagan ebnete. Trotzdem wurde das Tempo des Wettlaufs ins All gemächlicher und der erwartungsvolle Vorstoß vorheriger Jahrzehnte schwächte sich aufgrund des Fehlens von Fortschritten, die der Weltraum zu versprechen schien, ab. Die Sowjetunion hatte bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund ähnlicher Schwerpunkte in Sachen Weltraum erlitten. Weitere Finanzierung des Raumfahrtprogramms wurde in Washington und im Pentagon unpopulär. Dadurch erhielten eine Reihe von Politikern Auftrieb, von denen viele auch erfolgreich ein Eingreifen der USA in Vietnam verhindert hatten, die sich eher darauf konzentrierten, Probleme zu Hause zu lösen. Das war dann vielleicht auch der Grund, warum sie das dann erstmal hier aufgegeben hatten. Kann ich das verwenden? Tatsächlich. Und da sehe ich jetzt den... Okay, aber ich kann es nicht bewegen. Da sehe ich jetzt den Typen da. Na, das ist schon so geskriptet, dass der da dann auch hängen bleibt. Weil der hätte jetzt doch eigentlich weiter treiben müssen. Warum ist der da jetzt stehen geblieben? Ist voll komisch. Und jetzt dreht er sich mit. Das ist nicht ganz physikalisch sauber. Asteroidenfragment. Krass. Was mache ich denn damit? Ein Felsbrocken aus dem Weltall. Ah, da kann ich aber irgendwie mineralisches Material davon mir holen. Okay, hier kann ich Sachen entflammen. Alter. Okay, jetzt greift mich das Ding doch an. Warum? Alter. Kuhstrahlzellen. Was mache ich denn mit Kuhstrahlzellen? Ein Bündel von Energiezellen, das die Kuhstrahl-Prototyp-Waffe mit Energie versorgt. Okay, das brauche ich dann für eine andere Waffe. Das ist Munition. Okay, ich muss... ich brauche mehr Inventarplatz. Schon sehr bald. Ich dachte, die tun mir nichts, aber... Die Blasen, die spucken Feuer auf mich. Oh. Hope Alice. Auch nochmal eine Rohrzange. Aber könnte ich die Rohrzange verwerten? Ja, die gibt ordentlich. Weil das hat mich gewundert, dass ich die dann nochmal finden konnte. Aber ist ja klar, dass es die öfter gibt. Aber ich kann auch Waffen verwerten und recyceln. Das ist krass irgendwie. Grüner Cold Mountain Tee. Naja, ich bin jetzt noch nicht so schwer verwundet.
Kommst du mit? Hey, ich habe Larsen in den Vorführraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sada organisiert. Lust mitzukommen? Okay. Wollte er die ein bisschen anbaggern? Verzögerung der Vorführung. Hope, die Vorführung des Artax-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt noch an einem kleinen Kalibrierungsproblem. Besteht aber kein Grund zur Sorge, na klar. Alles in bester Ordnung. Okay. Zwei Hardware Labs Director. Da komme ich noch nicht hin. Aber ich kann. Wet Floor, okay. Ich auch was pflücken? Katharinenkaladie. Okay. Entspannte Klänge. Naja, das ist halt der Pausenraum hier. Da war doch jetzt noch ein zweiter von denen. Von diesen. Da ist der, okay. Naja, aber der sieht nicht so weit. Vielleicht, weil er korrumpiert ist. Diagnoseprotokolliert. Liste. Reparaturwarnungsmodus völlig untersucht. Sie haben einen. Alter! Wie hat denn der mich jetzt dann doch gesehen? Boah, und das Ding hacken wäre halt geil.